Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, und ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2016 beim heutigen ersten JFD-Devisenradar hier am 7. Januar. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wünsche nochmal nachträglich natürlich ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr an den FX-Märkten, denen natürlich hier wieder täglich die Aufmerksamkeit gehört. Darf man sich derweil nicht über fallende Volatilitäten beschweren? Wir haben ja sehr, sehr starke Volatilitäten rings um den Globus herum und das natürlich hier auch ausgehend von dem fernen Osten. China heute wieder praktisch mit einer Intervention in die chinesische Währung, hier der Yuan als solcher wieder mal gestützt, beziehungsweise hier vielmehr abgewertet. Und das gerade hier gegenüber dem US-Dollar innerhalb von 2 Handelstagen ging das Ganze hier in Richtung einer Prozentmarke nach oben. Und das ist natürlich hier schon so sehr, sehr kräftig, wenn man mal grundsätzlich vergleicht, dass diese Währung jahrelang in einer Range von 3 bis 5% gehalten wurde, generell in einer großen Range, und hier an 2 Handelstagen sich um 1% zu bewegen, ist exorbitant. Das schauen wir uns, wie gesagt, mal hier kurz an. Wir sehen hier chinesische Yuan hier gegen den Euro, hier gegenüber der US-Dollar im chinesischen Yuan und hier Euro in chinesischen Yuan. Und dann gehen wir mal hier auf den US-Dollar, der hier maßgeblich ist. Und dann sehen Sie hier die jüngste Aufwertungsprozedur. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass hier die Börsen in Asien hier nach kurzer Zeit schon wieder ausgesetzt wurden in Sachen Handel, weil hier die -7%-Marke erreicht wurde. Und das, meine lieben Zuschauer, gleicht natürlich hier im großen Stil den Situationen, die wir im vergangenen Jahr im August erlebten. Auch hier intervenierte China am Währungsmarkt. Wir sehen hier, gehe ich direkt nochmal groß rein, die Geschehnisse hier von Mitte August. Ja, das führte schon mal zu einem Beben, zu einer großen Unsicherheit. Das war hier eine Einflussnahme, die sich an den Märkten ja, früher oder später definitiv bemerkbar macht. Und jetzt hier unmittelbar eben auch hier das Wackeln des großen Riesen etc. Hier beim Euro eine ähnliche Situation im August. Dann hat sich das Ganze ein Stück weit normalisiert und jetzt unlängst gab es eben hier wieder Zuströme. Tja, was soll man dazu sagen? Letztlich profitiert davon ganz klar der US-Dollar. Und dem gehört hier jetzt augenblicklich auch die Aufmerksamkeit, nämlich hier gegenüber dem kanadischen Dollar. Also US-Dollar hier gegenüber dem kanadischen Dollar im großen Wochenchart-Intervall. Die Marke von 1,40 wurde bereits gestern geknackt und es geht hier weiter steil bergauf. Also der US-Dollar ist hier praktisch der Hafen der Zuflucht sozusagen. Ob das hier ewig so weitergeht, wage ich mal zu bezweifeln, aber hier für den Jahresauftakt die klare Botschaft: Der US-Dollar geht hier direkt weiter nach vorn, insbesondere auch gegenüber dem kanadischen Dollar, wie wir das eben hier sehen. Die große Untertassenformation etc. wurde schon immer wieder durchgesprochen. Jetzt sehen wir aber hier mal hier im Wochenchart-Intervall die Bewegung der jüngsten Zeit und wir konnten das relativ gut einfangen. Und ein Ziellevel, eine Zielzone war ja eben die Marke von 1,40, die hier Mitte August erreicht wurde, beziehungsweise knapp. Und genau dieses Level, da haderte das Währungspaar unlängst, doch hier mit dem Auftakt ins neue Jahr, Sie sehen die aktuelle Wochenkerze, gibt es hier einen dynamischen Ausbruchsimpuls darüber. Hier kann man jetzt nunmehr sagen, wenn der Markt sich auch noch ein Stück weiter nach oben bewegt, wäre eine mögliche Korrektur, und das sehen Sie hier im Sinne der ABCD-Formationsbewegungen, im Sinne einer 10%-Aufwertung, dann hier sogar in Kürze ja, ein grundsätzliches Konsolidierungslevel erreicht, was dann in der Folge wieder zu einem Pullback führen könnte in Richtung 1,40. Also lassen Sie das Währungspaar mal Richtung 1,42, 1,42,50 noch ansteigen, gute 100 Pips. Und von diesem Level aus dann wäre theoretisch eine Gegenbewegung möglich. Denn grundsätzlich sind wir hier sehr heiß gelaufen. Das sehen Sie auch hier an dem RSI-Oszillator hier auf Wochenbasis. Wir sind hier schon wieder im überkauften Bereich. Das hat natürlich bei Trendbewegung nicht so viel zu sagen. Das sieht man auch hier sehr schön Ende des vorangegangenen Jahres, Anfang des letzten Jahres, wie hier diese starke Trendbewegung zunahm und der Index hier klar überkauft war. Das heißt natürlich, gerade in Trendbewegung kann das auch stimulierend wirken, aber es ist nun mal keine Einbahnstraße und es wird auch nicht immer und ewig aufwärts gehen. Wir haben aber hier dennoch aktuell die Phase, dass genau das möglich ist. Und ein nächstes Kursziel wäre bei anhaltender US-Dollar-Stärke hier das Level um 1,4650. Darüber hinaus dann hier die Zone um 1,49, 10, 49, 20 etwa. Also das heißt, das muss noch nicht vorbei sein. Achten Sie auch hier insbesondere mal auf den Ölpreis, der, wenn der hier weiter schwach bleibt und neue Mehrjahrestiefs hinlegt, dann sicherlich auch das natürlich sich genauso hier weiter auswirkt auf den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der davon gnadenlos profitieren dürfte.
Also sollte der Ölpreis auch selbst mal hier wieder in eine Erholungswelle übergehen können, dann wäre das sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar signifikant zurückgeht. Das dann auch beim US-Dollar gegenüber der norwegischen Krone zu beachten, die auch hier sehr stark aufwertet, unlängst neue Höchststände erzielt hat, aber aktuell auf einem Level notiert, was in den vergangenen Jahrzehnten nur in Einzelfällen erreicht wurde und mit großem Blick auf 1, 2, 3 Jahre ist sicherlich auch hier mal wieder eine US-Dollar-Gegenbewegung zu erwarten. Das, wie gesagt, sind hier alles sehr, sehr steile Bewegungen, auch natürlich vor dem Hintergrund der Zinsanhebung im Dezember. Sieht also alles ganz gut aus für den Dollar. Insofern weiter Bull Setup und hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar haben wir im Prinzip das Ganze mal eingefangen. Hier die gestrige Ausbruchskerze. Und jetzt, wie gesagt, kann es Richtung 1,42, 1,4250 auf Tagesbasis gehen. Das passt auch hier gut zur Saisonalität, die hier auch sehr, sehr bullisch noch wirkt. Hier bis in den Februar hinein, bis Ende Februar haben wir hier auch von der saisonalen Seite Rückenwind. Also warum nicht auch gleich die von 1,45 anvisieren? Aber dann, früher oder später, muss man mit korrektiven Gegenbewegungen rechnen. Und insbesondere eben, wenn der Ölpreis anziehen sollte, dann denke ich, dürfte das auch eine Indikation sein für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, dass der hier dann zurücksetzt. Grundsätzlich, wie gesagt, aber hier kanadischer Dollar weiter im Zugzwang in Sachen Verlust und auch das natürlich hier begünstigt durch die Einflussnahme aus China. Alles Geschichten, die hier natürlich einen freien Markt ein Stück weit fantasievoll erscheinen lassen, aber damit muss man natürlich leben. Die Notenbanken üben seit 2008 erhöhten Einfluss aus an den Märkten und wie sich das weiter mittelfristig gestalten wird, das bleibt mal abzuwarten. Grundsätzlich hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar eine ganz klare Aufwärtstendenz, die sich hier auch schön mit diesem Aufwärts-Trendlinienpfeil hier, mit dieser Trendlinie ganz einfach sogar einfangen lässt. Und auch diese sagt, wenn es hier weiter nach oben geht, natürlich zieht sich die Linie immer wieder ran, aber ein früher oder späterer Pullback könnte hier durchaus stimulierend einladend wirken, um den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wieder long zu handeln. Gut, liebe Zuschauer, im Prinzip gibt es viele Währungspaare, die man hier jetzt auf die Watchlist setzen kann. Sie werden in den nächsten Tagen noch im Stream selbst und auch als Posting immer wieder den ein oder anderen Check erfahren, denn wie gesagt, nach den letzten Wochen der Ruhe und auch hier insbesondere der jüngsten Bewegung hat sich hier viel getan. Ich muss heute wirklich reichlich überlegen, welches Währungspaar ich hier in den Fokus nehme. Es sind nahezu alle sehr, sehr interessant mit ihren jüngsten Bewegungsimpulsen. Gibt kaum ein Währungspaar, was hier nicht hervorsticht. Bis abschließend noch 1 Euro US-Dollar ist hier in der Range 1,05110 gefangen. Da achten Sie mal drauf, was passiert. Gegebenenfalls nehmen wir das Major-Währungspaar dann morgen in den Fokus. Das soll es aber erstmal für heute gewesen sein, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen erfolgreichen Lauf am heutigen Donnerstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich wie gewohnt morgen wieder und natürlich dann in der nächsten Woche und fortlaufend immer wieder täglich das JFD-Devisenradar. In diesem Zusammenhang nochmal viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.